Dann geht es jetzt weiter mit Benjamin Bergemann. Ja. Ja, hallo, schönen guten Abend. Ich bin Benjamin. Heute Abend scheint der Dresscode hier schwarz und grau auf der Bühne zu sein. Und genau, mein Name ist Benjamin Bergemann, ich bin im Vorstand der digitalen Gesellschaft. Beruflich bin ich in der IT der öffentlichen Verwaltung unterwegs, dort im Bereich Datenschutz. Und heute spreche ich natürlich in meiner Rolle als Vertreter der digitalen Gesellschaft. Ich freue mich, dass ich hier heute einen kleinen Impuls zu einem Thema geben kann, was noch gar nicht so auf der politischen Agenda ist. Und ich will euch erstmal reinholen über was, was euch vielleicht ein bisschen näher ist. Und zwar reden wir gerade ganz viel über die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Ja? Und das mit der Digitalisierung des Gesundheitswesens, das klappt mal mehr, mal weniger gut. Wie wir in der Corona-Pandemie lernen, arbeiten unsere Gesundheitsbehörden teilweise mit Stift und Papier, mit Faxen, mit Excel-Tabellen. Ja, also da gibt es noch eine ganze Menge Luft nach oben. Aber wir haben immerhin eine Debatte über die Digitalisierung des Gesundheitswesens hier. Im Datenschutz sieht es noch viel düsterer aus in Sachen Digitalisierung, und es gibt noch nicht mal eine Debatte darüber, und ich werde das jetzt mal ein bisschen näher ausführen. Ja, im Datenschutz sind ja verschiedene Akteure beteiligt, das sind nicht nur die Aufsichtsbehörden. Der Datenschutz geht erstmal los bei den Datenverarbeitern. Ja, die Datenverarbeiter, die sind Verantwortliche im Sinne der Datenschutzgesetze, und die haben die Pflicht, ihre Datenverarbeitung zu dokumentieren und zu prüfen. Das machen bei denen meistens so Datenschutzabteilungen oder die Datenschutzbeauftragten. Manchmal sind das auch Externe. Und jetzt komme ich zum Punkt. Die arbeiten meistens mit so schönen selbstgefrickelten Word-Vorlagen, Excel-Vorlagen, ja, und die sind natürlich nicht nur irgendwie schwer zu pflegen und auf dem neuesten Stand zu halten, sondern die sind auch ganz schwer zu prüfen. Ja. Sind das überhaupt integre Dokumente? Wann wurden die zuletzt aktualisiert? Ja, das sind so Fragen, die sich bei den Datenverarbeitern bzw. ihren Datenschutzabteilungen selbst stellen. Schauen wir rüber zu den Aufsichtsbehörden, dann müssen die natürlich zunächst, weil sie die Datenverarbeiter kontrollieren, sich durch diese Word- und Excel-Vorlagenberge arbeiten. Ja, zu technischen Prüfungen oder zu faktischen Prüfungen am Gegenstand kommen die unter anderem deswegen nur sehr selten. Weiterhin ist es so, dass die Aufsichtsbehörden selbst nicht gerade als Avantgarde der Digitalisierung auffallen. Ja. Die veröffentlichen selber ihre eigenen Handreichungen, ihr Output gewissermaßen besteht auch genau eben aus diesen Dokumentenvorlagen. Gestern habe ich erst das Protokoll der Datenschutzkonferenz, also der Konferenz der Behörden, der Datenschutzbehörden in Deutschland gesehen. Das war ein eingescanntes PDF. Das sagt, glaube ich, auch eine Menge über den Stand der Digitalisierung in den Datenschutzbehörden. Und schließlich haben wir im Datenschutz natürlich noch die Betroffenen selbst, also wir. Und ja, das kennt ihr vielleicht selbst, wenn ihr es schon mal gemacht habt. Wir können relativ mühselig als Bittsteller können wir in einen E-Mail-Austausch gehen mit den Datenverarbeitern. Können dann versuchen, unsere Auskunftsrechte wahrzunehmen, müssen uns also in diesen Schriftwechseln abmühen, dort gern mal so eine geschwärzte Personalausweiskopie einreichen. Also auch hier sehen wir, ist noch eine ganze Menge Luft nach oben. Und bevor ich dazu komme, wie es besser funktionieren könnte, will ich gerne noch mal einen Schritt zurück machen. Und zwar, warum ist denn das eigentlich ein Problem? Ja, warum sollten wir uns darüber einen Kopf machen, dass die Digitalisierung im Datenschutz bzw. seiner Umsetzung so schleppend vorangeht? Ja? Digitalisierung ist natürlich
kein Selbstzweck und fehlende Digitalisierung ist nicht immer ein Problem, aber hier ist es der Fall, dass, dass eine bessere Digitalisierung, eine bessere Nutzung von Computern, sage ich jetzt mal ganz platt, bei allen Beteiligten unmittelbar dem Grundrechtsschutz dienen würde. Denn es wäre ja im Sinne der im Sinne des Datenschutzes. Und im Datenschutz kommt natürlich die Besonderheit dazu, dass der Datenschutz sich ja eigentlich anschickt, genau das zu kontrollieren, nämlich Computer, IT-Systeme, Datenverarbeitung. Ja? Das ist die Agenda des Datenschutzes, die automatisierte Datenverarbeitung, wie man damals gesagt hat, zu prüfen, auf ihre Grundrechtsrisiken zu prüfen und beherrschbar zu machen. Und was liegt da denn eigentlich näher, als mit Computern auch Computer zu kontrollieren? Ja. Und nicht zuletzt ist es so, dass gerade die großen Datenverarbeiter, denken wir an die Digitalunternehmen, gewissermaßen die Speerspitze der Digitalisierung und den Stand der Technik dort darstellen und die Datenschützer rennen hier ein Stück weit hinterher mit Werkzeugen, ja, aus dem letzten Jahrhundert, könnte man sagen. Wie könnte es jetzt eigentlich besser gehen? Ja, das kann und will ich jetzt hier eigentlich nur ein bisschen anreißen. Ich will eigentlich nur Werbung für diese Idee machen. Ja, was könnte man verändern? Fangen wir wieder mit den Datenverarbeitern an. Die Datenverarbeiter bzw. ihre Datenschutzabteilung. Ja, diese Datenschutzabteilungen stehen vor dem Problem, überhaupt erstmal rauszufinden, was machen denn die lieben Kollegen in der Personalabteilung, in der IT-Abteilung oder wenn das Unternehmen selbst auf Datenverarbeitung spezialisiert ist, wenn das ein Geschäftsmodell ist, was entwickeln die denn für Produkte? Ja? Und das muss man rausfinden, dann läuft man zu den Kollegen, dann führt man mit den Interviews, muss das irgendwie aufschreiben, dokumentieren und das ist sehr mühsam, da ist im Moment sehr viel Handarbeit und Abhilfe könnten hier sogenannte Datenschutzmanagementsysteme schaffen. Die gibt es teilweise schon, das ist im Prinzip Software mit einer Datenbank dahinter, wo man genau das einträgt. Ja, im Informationssicherheitsmanagement macht man das schon ganz lange. Hier und die sind erstmal wenig verbreitet, wenig standardisiert. Und da ist auch wenig Automatisierung drin. Ja? Also da muss man auch noch ganz viel per Hand eintragen. Und wenn man sich jetzt so eine Vision eines automatisierten Datenschutzes vorstellt, dann könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass diese Datenschutzmanagementsysteme selbst mit Schnittstellen zu IT-Systemen arbeiten und selber Informationen dort einspeisen und den Datenschutzabteilungen ein Stück weit Arbeit abnehmen, so dass sie sich aufs Wesentliche konzentrieren können. Ja, der vermehrte Einsatz von Datenschutzmanagementsystemen könnte übrigens auch dazu beitragen, dass gerade kleinere Datenverarbeiter ein Stück weit von den bürokratischen Pflichten entlastet würden. Wir haben das zum Beispiel, ihr kennt vielleicht diese Klage, ja, da muss der Kleingartenverein eine Datenschutzerklärung schreiben und. Ja, solche Dokumente, die die DSGVO rechtlich ja vorschreibt, könnten dann aus so einem Datenschutzmanagementsystem einfach mal eben rauspurzeln. Ja, das ist dann kein großes Problem mehr, das muss nicht mehr extra geschrieben werden. Was könnten Aufsichtsbehörden tun? Ja, für Aufsichtsbehörden würde es natürlich naheliegen, sich über Schnittstellen, über APIs mit den Datenschutzmanagementsystemen der Datenverarbeiter ein Stück weit zu verbinden, ja, oder dort Abrufe zu starten oder zumindest, kommt drauf an, wie man das gestaltet, zumindest zuzulassen, dass die Datenverarbeiter darüber ihre Informationen an die Aufsichtsbehörden schicken. Ja? Und man muss ja nicht gleich mit einer vollen Prüfung von einer Datenverarbeitung anfangen. Man könnte vielleicht erstmal einfache Sachen umsetzen. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel die Meldung des behördlichen Datenschutzbeauftragten oder des betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Das ist im Moment ein sehr mühseliger Prozess. Das macht jede Datenschutzbehörde so ein bisschen
bisschen anders. Die einen haben ein Webformular, den anderen muss ich einen Fax schicken, den anderen muss ich eine E-Mail schicken und sagen, hier, ich habe bei mir einen neuen Datenschutzbeauftragten oder eine neue Datenschutzbeauftragte benannt. So, und dann müssen die Aufsichtsbehörden dieses Formular nehmen, irgendwo abheften oder irgendwie versuchen, in ihr eigenes Ablagesystem zu integrieren. Und das könnte man sich über eine Schnittstelle viel, viel zeitgemäßer vorstellen. Anderes Thema, wo bei den Aufsichtsbehörden ganz, ganz viel Potenzial ist und was wir in Zivilgesellschaft und Forschung immer öfter sehen, sind ein Stück weit automatisierte Prüfungen von Standardfällen. Ja, zum Beispiel das Scannen von Webseiten auf Tracker und das Abgleichen von den dazugehörigen Datenschutzerklärungen, das kann man inzwischen eigentlich teilautomatisieren. Da würden sich Datenschutzbehörden ganz viel Arbeit sparen und hätten dann vielleicht wieder mehr Zeit fürs Wesentliche. Wir Betroffenen könnten natürlich auch ein Stück weit von so einem Schnittstellensystem profitieren. Ja, man könnte sich hier Assistenzsysteme vorstellen, die für mich diese Auskunftsanfragen an die Datenverarbeiter zum Beispiel stellen. Ja, da muss ich dann nicht mehr in den Schriftwechsel gehen und irgendwie zum Bittsteller werden. Und schließlich, und das finde ich am interessantesten, könnte man sich im Zuge eines digitalisierten Datenschutzes auch sowas wie öffentlich maschinenlesbare Register von Datenverarbeitungen vorstellen. Ja, da müsste man natürlich eine Schwelle definieren. Man will natürlich nicht wissen, ob der Bäcker nebenan hier auch seine Lohnbuchhaltung macht. Das ist vielleicht nicht so interessant. Das muss nicht in einem öffentlichen Register stehen. Aber man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass öffentliche Behörden, die bestimmte auch vielleicht auch automatisierte Entscheidungssysteme einsetzen, das in ein Register einspeisen müssen, das dann öffentlich einsehbar ist und eine gewisse Transparenz, eine gewisse Diskussion auch über Ländergrenzen hinweg erlaubt. Ja, im Moment gibt es solche Register nicht und deshalb werden relativ mühselig von Forschern und NGOs Berichte darüber geschrieben und relativ mühselig diese Informationen zusammengesucht. Ja, ich glaube, letzte Woche oder vor zwei Wochen haben die Kollegen von Algorithm Watch genau so einen Bericht veröffentlicht. Ja. Wenn man sich jetzt so ein öffentliches Register von automatisierten Entscheidungssystemen vorstellt und sei es nur für den öffentlichen Bereich, könnte sich so ein Bericht quasi von alleine schreiben und würde auch noch ganz andere Formen der Auswertung erlauben. Ja. Also gewissermaßen ein Open Data über Datenverarbeitung. Und vielleicht noch eine letzte Idee dazu. Im Umweltbereich sind wir es viel mehr gewöhnt, mit solchen Reporting-Systemen auf der Basis von Kennzahlen und so weiter zu arbeiten. Und da ist es ganz normal, dass wir eine öffentliche Debatte anhand von Zahlen führen. Ja, wie viele Kraftwerke haben wir in Deutschland, was stoßen die aus und so weiter. Und die Idee hinter so einem Register wäre zu sagen, kann man solche gesamtgesellschaftlichen, solche globalen Aussagen vielleicht auch mit Bezug auf Datenverarbeitung und seine Grundrechtsauswirkungen treffen. Bei diesen Anregungen will ich es für heute Abend belassen. Ja. Wer hier weiterlesen will oder sich weiter für das Thema interessiert. Ich habe genau diese Argumentation sehr viel ausführlicher mit sehr viel weiteren Ideen und vor allem auch dem Punkt, wie man was so die ersten Schritte zu einem automatisierten Datenschutz wären, mit den Kollegen Jörg Pohle und Karl Hendrik aufgeschrieben. Dieser Artikel ist leider noch nicht erschienen. Ja. Der wird in der nächsten Vorgänge, das ist eine Bürgerrechtszeitschrift, die Humanistische Union rausbringt, erscheinen. Ja. Und das ist dann auch ein bisschen schwerere Kost als mein Vortrag hier. Das ist, glaube ich, so ein 15-Seiter oder so. Aber ja, ich denke, das ist auf jeden Fall lesenswert. Und wir werden von der DigiGas sicherlich dann nochmal darauf hinweisen, wenn dieser Artikel erschienen ist. Wer mit mir darüber ins Gespräch kommen will oder hier mit meinen Co-Autoren, der kann mich einfach kontaktieren unter meiner E-Mail-Adresse. Die seht ihr hier. Und ja, in diesem Sinne würde ich es dabei belassen. Nochmal mein Appell
an die Datenschützerinnen und Datenschützer da draußen, eignet euch geeignete Werkzeuge an, ja. Überdenkt eure eigenen Produktionsmittel. Ich will hier nicht gesagt haben, dass die Digitalisierung des Datenschutzes generell schuld daran ist, dass der Datenschutz immer so ein bisschen hinterherhinkt. Aber ich glaube, die fehlende Digitalisierung im Datenschutz ist auf jeden Fall ein Grund dafür, dass dieser Abstand nicht ein Stückchen kleiner sein könnte. Alles klar, Dankeschön. Dankeschön, Benjamin. Es gibt eine Frage. Leider nicht auf Twitter, aber die lautet, wer steht denn eigentlich einer Digitalisierung des Datenschutzes entgegen? Die Datennutzer haben sicherlich kein Interesse, aber Datenschutzbeauftragte gibt es doch schon seit Jahrzehnten und die müssen doch eigentlich Interesse haben. Interessante Frage. Ich glaube, da gibt es gleich mehrere Gründe. Zum einen ist natürlich der ganz allgemeine Grund, dass man sich in großen Organisationen und auch in Verwaltungen gerade sehr schwer tut mit der Digitalisierung von Prozessen. Das sehen wir in allen möglichen Bereichen. Ja, das ist, glaube ich, ein Grund. Zum anderen ist es die spätestens seit der DSGVO vorherrschende Dauerauslastung der Datenschutzbeauftragten, ihrer Mitarbeiter, ja, der Datenschutzabteilung, der externen Berater. Ich glaube, da fehlt so ein bisschen die Zeit, mal kurz sich zurückzunehmen, zu reflektieren. Okay, wie arbeiten wir eigentlich? Ist das irgendwie noch zeitgemäß? Ja, und zum anderen, glaube ich, fehlen die Leute, die diese Ideen haben, vielleicht auch solche Arbeitsweisen, Arbeitskulturen und Werkzeuge mitbringen und damit Erfahrung haben, ja? Ja, stimmt. Und du hast ja gerade selbst gesagt, dass es schwer ist, also sich als schwer erwiesen hat, dass so große Behörden so eine Umstellung machen. Findest du nicht auch, also für wie realistisch hältst du das denn jetzt, dass so eine große Umstellung innerhalb der nächsten 2-3 Jahre in Angriff genommen wird? Ich denke nicht, dass das in den nächsten 2-3 Jahren passiert, aber ich glaube, dass es absehbar passieren wird, unter anderem deswegen, weil sich, glaube ich, solche Arbeitsweisen, die wir zum Teil auch aus der Programmierung kennen, ja, das merken wir in Unternehmen, die kommen immer mehr auch in die Bereiche der Unternehmen rein, die sonst nicht in dem Sinne programmiert haben. Ja, ich finde immer so ein schönes Beispiel irgendwie Versionskontrolle oder so Gits. Ja, das ist sowas, was jetzt zumindest in progressiveren Unternehmen nicht mehr nur von den Leuten benutzt wird, die coden. Ja? Und ich glaube, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass da langsam ein Wandel bei bestimmten Sachen stattfindet und auch absehbar ist. Ich glaube allerdings, der wird nicht zuerst bei den behördlichen Datenverarbeitern passieren und auch nicht zuerst bei den Datenschutzaufsichtsbehörden. Ich glaube, dass das zuerst in den Unternehmen selbst passieren wird, weil die einfach die Rationalisierungspotenziale entdecken der Sache. Alles klar. Ja, dann vielen Dank für den Vortrag. Ja, Dankeschön.